Braucht man wirklich eine Wunderlampe, um alles in ein Märchen zu verwandeln? Dies fragten sich die Zuschauer bei der Premiere des Familienmusicals Aladdin und die Wunderlampe im Stadttheater Baden. Im ausverkauften Saal strahlten nicht nur die kleinen Augen, sondern auch die großen. Wir sind am Theater Baden, also an der Bühne Baden, und heute ist Aladdin und die Wunderlampe. Und das ist heute die Premiere. Es gab schon mal das Stück in Graz an der Oper. Ich habe es damals nicht gespielt, aber drei Leute haben damals schon mitgespielt in Graz. Und ja, heute ist Premiere. Ah. Sehen wir uns wieder, Prinzessin Jas. Wie heißt du eigentlich? Aladdin. Ich bin Aladdin. Aladdin? Ja. Einfach nur Aladdin? Ja. Kein Prinz? Darf ich übrigens vorstellen, meine Tochter Jasmin, eben aus England eingetroffen. Guten Morgen, Frau Jasmin. I bid you welcome. Ich habe bereits eine fotografische Abbildung von Ihnen gesehen, aber die Wirklichkeit ist atemberaubend. Dankeschön. Enchanté. Sie werden sehen, Herr Schäfer. Im Handumdrehen bekommen Sie alles zurück. Und wenn nicht, bekomme ich die Hand Ihrer Tochter. Vater! Kommt zuschauen, es ist wirklich ein wunderschönes Stück geworden und macht unglaublichen Spaß zu spielen und hoffentlich auch den Kindern zum Zugucken. Ist es nur für Erwachsene oder ist es auch für Kinder? Es ist für alle, also für alle Altersgruppen von 3 bis 99 oder auch noch älter und ein richtiges Familienmusical. Also da kann jeder Spaß haben, jeder findet was drin. Und halte dann den Atem an, um das Verziehen, weil ich ein G bin. Siehst du mich da, schon bin ich dort. Ich wechsle einfach Zeit und Ort, um das Verziehen, weil ich ein G mein Meister. Was wünschen? Keine Ahnung! Das ist eine ganz süße Rolle. Was kann man da sagen? Schauen Sie sich das an, ne? Liebe Kinder, kommen Sie. Ja, nehmen Sie Freunde mit. Wie lange braucht man, um sich zu einem Genie zu verwandeln? Ein Genie zu verwandeln, circa... gute 45 Minuten. 45 Minuten, ja, genau. Die allerwichtigste Frage, wo willst du hin? Ja. Ja. Liebe, kannst du dir nicht wünschen. Gar nicht. Nächster Wunsch, bitte. Ja, aber vielleicht kriegt sie mich ja doch. Vielleicht sollst du sie einfach fragen. Aber sie ist die Tochter eines englischen Archäologen und ich bloß ein armer Straßenjunge. Dann hat das keine Zukunft, eher Vergangenheit. Ja. Genau. Sowas klappt doch nie. Das gibt's nur im Märchen. Ja, genau. Im Märchen ist ja alles möglich. Stell dir vor, sie wird von einem bösen Magier bedroht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich rette sie dann. Dann muss sie sich ja in mich verlieben. Obwohl, du als ein ganz, ganz armer Straßenjunge. Was heißt hier armer Straßenjunge? Vielleicht bin ich ja ein Prinz. Im Märchen ist ja alles möglich. Sag mal, war das jetzt ein Wunsch, das mit dem Märchen? Dann ist das denn möglich? Warum denn nicht? Das ist ja... Und wenn Jasmin sich dann in mich verliebt hat, dann... Dann schenke ich dir die Freiheit. Prinzenehrenwort. Gut. Also, ich wünsche mir, dass alles wie im Märchen ist. Perfekt! Prinzessin! Ich denke ja gar nicht daran. So steht es in diesem Vertrag, unterzeichnet vom Sultan höchstpersönlich.
Als Prinzessin habt ihr euch an Verpflichtungen zu halten, die euer Vater eingegangen ist. Da fängt sich die